Guten Morgen, ihr Hübschen. Ja, die Welt wird immer verrückter. Ein EU-Abgeordneter fordert jetzt wirklich Einreiseverbot in die EU für Tucker Carlson, also einen Journalisten. Wofür fordert er diese Einreiseverbot? Dafür, dass er seinen Job macht, nämlich journalistische Arbeit. Glaubt ihr nicht? Doch, ist so. Mehr dazu in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt gestern mein Video gesehen über Tucker Carlson, den Ex-Fox News-Reporter, der sicherlich eine streitbare Person ist und auch ordentlich rausgehauen hat in der Vergangenheit, aber er ist halt ein Journalist, das ist sein Beruf. CNN, wenn die Amerikaner unter euch, die werden das wissen, oder die, die das amerikanische Politgeschehen verfolgen, ist da um kein Deut besser, wenn nicht schlimmer. Tucker Carlson ist halt das Ganze auf der rechten, konservativen Seite. Und Tucker Carlson ist nach Moskau gereist, um ein Interview zu machen mit dem russischen Präsidenten. Ja, Journalismus ist, nochmal als Wiederholung, eigentlich mit allen zu reden. Also du würdest zum Beispiel auch ein Interview machen und früher wurde man dafür mega gefeiert, noch in den 80er, 90er Jahren, mit dem, wenn du ein Interview geschafft hast mit irgendwie den Anführer irgendeiner Terrororganisation oder irgendeines Despoten. Das waren immer natürlich die spannendsten Interviews, die man damals gemacht hat als Journalist. Und als Journalist hast du davon geträumt, solche Interviews zu machen, weil die natürlich spannend sind für dich als Journalist, aber auch für das Publikum. Ja, die Welt hat sich verändert, nicht zum Guten. Heute sind wir wieder so ein bisschen in dem Mittelalter-Mindset. Das bedeutet, ja, folge nur bitte unseren Nachrichten, guck nur Öffentlich-Rechtliches und Mainstream-Medien und alles andere, oh, böse Verschwörungstheorien, Propaganda, bla bla bla. Folge bitte nur unser Propaganda auf Deutsch übersetzt. Und ich finde es ja wunderschön, dass die Leute immer mehr ihre Masken fallen lassen, die Despoten in der EU und in Deutschland. Olaf Scholz, der dann während der Corona-Pandemie der sogenannten gesagt hatte, es gebe keine roten Linien mehr. Doch, Herr Scholz, die rote Linie ist das Grundgesetz, dafür wurde es erschaffen. Aber es gab ja schon mal eine Geschichte, der keine rote Linien kannten. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem verglichen werden wollen, Herr Scholz. Das bleibt Ihnen dann überlassen und der Geschichtserzählung. Ja, oder Einreiseverbot für einen gewissen Herrn Sellner. Ne, alles sicherlich streitbare Charaktere, natürlich auch Putin, ein streitbarer Charakter. Ich weiß jetzt nicht, was ihn so besonders macht jetzt im Gegensatz zu Amerika. Hat er vielleicht zu wenig Menschen umgebracht? Ich weiß es nicht. Oder zu wenig illegale Angriffskriege geführt? Ist einer jetzt zu wenig, um irgendwie als guter Regierungsführer zu sein? Braucht man halt wie Amerika 5, 6 oder irgendwelche Kontra-Affären oder irgendwelche Despoten einsetzen im Iran, wo es vorher eine demokratische Regierung gehabt hat? Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich, ist Moskau da, Russland irgendwie noch ein bisschen zu nachlässig in dieser ganzen Geschichte. Ja, also Putin nimmt sich natürlich nichts. Also es ist jetzt nichts, dass man jetzt sagen kann, Putin oder Russland ist eine lupenreine Demokratie. Aber das ist Amerika auch nicht. Amerika ist sozusagen in der Innenpolitik sicherlich liberaler und demokratischer wahrscheinlich als Russland. Aber in der Außenpolitik ist Amerika somit das totalitärste und faschistischste, was es da draußen gibt. Also da muss Putin noch ganz, ganz viel machen, um auch nur ansatzweise den Bodycount zu erfüllen, den die Amerikaner haben. Aber was interessieren einen Fakten, wenn wir unsere Narrative in den Medien haben? Die meisten wissen das ja wahrscheinlich gar nicht, die jetzt irgendwie die öffentlich-rechtlichen Medien folgen und denken, Putin ist der Erste, der jetzt irgendwo in ein Land einmarschiert ist. Und ja, Amerika, ja, ach, da war mal irgendwas mit Irak, aber da waren doch Massenvernichtungswaffen, oder? Ach, doch nicht. Ach, habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja, wird trotzdem richtig gewesen sein. Ja, so ist das, funktioniert ja das Normie-Gehirn. So, also, die EU lässt ihre Maske fallen und macht ein auf faschistisches Despotenland und will jetzt einem Journalisten die Einreise nach Europa verweigern, was wieder sehr lustig werden wird, weil das lässt sich halt Amerika wieder nicht gefallen. Da sind sie dann doch patriotisch und werden sagen, na, 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 hier Deutschland, du bist immer noch hier unser Lakai, halt mal schön die Fresse und amerikanische Staatsbürger können überall einreisen. Leute, das wird kommen, pass auf. Aber jetzt hat erstmal der EU-Abgeordnete Guy Verhofstadt eine Einreisesperre für Tucker Carlson gefordert. Denn er hat gesagt, Tucker Carlson ist auf dem besten Weg zu einem Propagandisten des russischen Regimes.
Also, Wladimir Putin ist ein Propagandist des russischen Regimes. Was ist denn dann Joe Biden? Ich weiß es nicht. Das Level an Idiotie macht mich wirklich verrückt. Und dass sie auch das irgendwie noch den Leuten verkaufen wollen. Es ist doch vollkommen klar, dass wenn ich den russischen Präsidenten interviewe, dass ich dort seine Sicht der Sache zu hören bekomme und der natürlich auch sein Land vertritt. Das macht jeder Präsident oder jeder Kanzler, außer Deutschland natürlich, da ist das rechts. Da muss man halt irgendwie sagen, Deutschland ist scheiße und wir müssen die ganze Welt bevorzugen. Aber ansonsten, jedes Land, das nicht geisteskrank ist wie Deutschland, vertritt natürlich in erster Linie seine Interessen und auch seine Position. Das weiß man eigentlich als aufgeklärter Bürger und deswegen nimmt man das auch, wie der Ami sagt, mit a grain of salt, also mit einem bisschen Salz und weiß, okay, das ist jetzt die Position von Putin. So, und dann höre ich mir die Position von Biden an oder von Zelensky und dann weiß ich, alle lügen. Ja, das haben sie alle gemeinsam. Natürlich werden sie alle hauptsächlich versuchen, ihr Narrativ zu pushen und das wird so 60-70% Wahrheit sein und dann gemischt natürlich mit Propaganda, das ist ganz klar. So, aber das ist ja das, was Journalismus eigentlich leisten muss, dass ich Zelensky höre, dass ich Putin höre und dass ich dann als Bürger entscheiden kann, okay, was finde ich denn hier vernünftiger und welchem Gedanken folge ich hier eher? Jo, mein Lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informier dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video. So, und der weitere Vorwurf von diesem tollen Demokraten ist, er würde Desinformation von Putin enablen. Und die EU sollte den sozusagen diesen Travel Ban untersuchen. Ah ja, okay, alles klar. Also, das ist das, was alle Despoten immer gemacht haben, den Nachrichtenhahn abgedrückt haben für die Gegenseite. Funktioniert heute natürlich mit dem Internet nicht so gut, aber die Tech-Unternehmen versuchen natürlich ihr Bestes, um da irgendwie dagegen zu stinken und schalten denen dann die Server ab oder sonst was oder bannen die irgendwie und du kannst es nicht mehr suchen. Aber es funktioniert halt immer schlechter, das ist auch ein großes Problem. Es ist aber hochgradig undemokratisch. Ja, Desinformation ist immer die Gegenseite. Es ist fantastisch. Zelensky, alles war, alles, oh ja, Ukraine, auf einmal ist es das demokratischste Land. Alles vergessen, was in den letzten Jahren da war, in dem NPC-Gehirn. Ja, das ist eines der korruptesten Länder der ganzen EU, ist, wenn nicht das korrupteste Land, dass sie da wirklich richtige Hardcore-Nazis am Start haben. Ach, alles egal, jetzt ist Ukraine Support, ja, und Putin verbreitet Desinformation. Aber Zelensky, alles Fakten, straight up Fakten. Ja, Biden, Amerika, straight up Fakten. Wen versuchen die eigentlich zu verarschen? Für wie dumm halten die uns eigentlich? Ja, also ihr nicht, die dieses Video hier seht. Aber ich weiß nicht, ist das die Mehrheit, die immer noch so dumm ist? Wahrscheinlich schon, ne? Das sieht man ja, diese ganzen Leute, die auf die Straße gehen und gegen rechts und was weiß ich alles demonstrieren, gar keine Ahnung haben, wogegen. Gegen die AfD, gegen rechtsradikal, rechtsextrem. Ach, ist doch alles egal, ich gehe einfach auf die Straße. Oh, Demokratie, ja, ja, ja. Naja, super. Gut, Freunde, das ist es eigentlich auch schon. Ich habe jetzt hier mal wieder losgerantet. Mich würde mal wirklich eure Meinung interessieren. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wie seht ihr das? Oder erklärt es mir bitte. Warum es wirklich verwerflich ist, mit Putin zu reden oder ob das nicht wichtig eigentlich für die Demokratie und den Diskurs ist, auch mal die Gegenseite zu hören. Und Leute, ich mache mir da keine Illusion. Putin, Ex-KGB, Alter, das sind krasse, ruchlose Motherfucker, die bei so einem Geheimdienst arbeiten. Das ist auch nicht hier wie bei unseren BND oder sonst was. Das sind krasse Gs, ja, also, dass der auch Dreck am Stecken hat, dass der auch nicht zimperlich mit seinen Gegnern umgeht, keine Rede. Trotzdem müssen wir uns auch die Position anhören von Russland. Und ich kann euch eins sagen, und macht bitte mal das Gedankenspiel und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr die Macht hättet, sagt mal einen Machthaber, jetzt geschichtlich, 100 Jahre zurück, ihr dreht die Zeit 100 Jahre zurück und ihr könnt jetzt einen Machthaber durch Jesus Christus ersetzen. Ihr habt die Wahl zwischen den amerikanischen Präsidenten, also die letzten 100 Jahre hätte Jesus Amerika regiert oder Russland. Aber ihr dürft nur eins auswählen. Welches Land würdet ihr wählen? Schreibt es mir in die Kommentare mit Begründung. Würde mich mal interessieren. Also meine Meinung habe ich ja hier schon gespoilert. Aber ich würde mich gerne interessieren für eure Meinung. Alles klar, ihr Lieben.
Wir sehen uns im nächsten Video. Bitte hier den Kanal unterstützen. Ach, übrigens, wenn ihr toxische Maskulinität repräsentieren wollt und zeigen wollt, die Leute warnen, dass ihr ein toxischer Mann seid, dann schaut mal in den Merch-Shop. Da gibt es guten, politisch unkorrekten Merch für alle Klardenker da draußen. Bis die Tage, euer Maximilian.